Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Dieses richtet sich vor allem an alle, die gerne hier YouTube Videos hochladen. In diesem Video werde ich euch heute zeigen, wie ihr das perfekte Format für eure Videos für YouTube bekommen könnt. Beziehungsweise, wir können das auch hier auch anders nennen, ja eigentlich können wir es auch nennen, eure Videos verkleinern und den Upload drastisch beschleunigen. Hier in diesem Tutorial möchte ich euch eben zeigen, wie ihr das richtige Format für eure Videos auswählt, um zum einen die bestmögliche Qualität hier auf YouTube zu erzeugen, als auch die Upload-Zeit drastisch zu verkürzen. Denn viele haben das Problem, auch vor allem die, die Let's Play-Videos hochladen oder Game-Videos an sich hochladen, als auch diejenigen, die richtige Filme, die sie selbst erstellt haben, hochladen möchten. Das gilt auch für alle die mal mit dem Handy ein bisschen in der Welt herumgereist sind und mit dem doch guten Smartphone und der doch guten Kamera, die verbaut ist, ihre Videos perfekt hochladen können. Falls ihr das noch nie getan habt, dann wäre das jetzt hier der erste Schritt. Schaut euch mal eure Datei an, die ihr produziert habt. Die ist wahrscheinlich recht groß. Und wenn ihr das hochladet, dann dauert das meistens, wenn ihr nicht gerade eine gute DSL-Verbindung habt, Stunden. Und das ist nicht das Ziel, was ihr eigentlich wollt. Oder möchtet ihr stundenlang warten, bis ein Video hochgeladen hat? Das ist natürlich nicht so der Sinn der Sache. Deswegen zeige ich euch hier heute, wie ihr eure Videos verkleinern könnt und was ihr dabei beachten müsst. Wählen wir am Anfang erstmal das richtige Format aus. Dort gibt es viele, in die man Videos umwandeln kann, um sie später eigentlich auch wieder ansehen zu können. Doch nur eigentlich 3 Stück eignen sich gut für Videos, die man eben auf YouTube hochlädt oder auch auf andere Plattformen. Das sind einfach die 3 Formate MP4, MKV und WMV. Viele Programme arbeiten auch schon mit diesen Formaten und geben diese nachher auch aus, wenn ihr also irgendwelche Videos schon bearbeitet habt oder zusammenstellt. Dies ist relativ gut. Wer aber die rohen Videodateien, so wie er sie aufgenommen hat, dann meist nimmt, der hat eben große Dateien und nicht immer diese Formate. Zwar nehmen Smartphones üblich im Format MP4 auf, aber das muss nicht unbedingt das beste Format bzw. die besten Einstellungen haben. Viele Programme, die man auch auf dem PC nutzen kann, nehmen daher auch im Format AVI auf, was nachher am Ende viel Speicherplatz benötigt. Daher müssen wir das Format unbedingt in ein anderes Format umwandeln. Dies muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die anderen Formate alle schlecht wären und unbrauchbar sind, aber mit diesen 3 Formaten können wir eben das beste Videoqualitätsergebnis nachher auf YouTube erzielen, da YouTube selbst auch mit dem Format MP4 als auch mit dem Format FLV hantiert. Allerdings FLV brauchen wir jetzt nicht unbedingt, daher habe ich dieses Format hier mal aus der Formatauswahl ausgeschlossen. Haben wir nun das richtige Format ausgewählt, müssen wir uns noch um die Auflösung sowie um die Bitrate des Videos kümmern, um am Ende wenig Speicher zu verbrauchen, als auch natürlich das beste Ergebnis zu erzielen. Dazu habe ich hier mal folgende Tabelle erstellt. Es sind nur Richtwerte, es muss sich keiner dran halten. Allerdings, wer sich dran hält, der wird mehr Freude nachher am Hochladen haben. Zu beachten hierbei ist eben wieder von links nach rechts gesehen. Links haben wir dann das Auswahlformat, was wir später im Player bei YouTube auswählen können. In der Mitte haben wir die dazugehörige Auflösung und ganz rechts die maximale Kilobitrate, die ebenso ein Video mit dieser Auflösung haben sollte, um auf YouTube perfekt auszusehen. Wer ein altes Handy hat, der hat noch keine gute Kamera drin. Der kann zum Beispiel hier im Format 144p aufnehmen. Das wäre die Auflösung 176x144. Dazu benötigt ihr maximal eine Bitrate von 75 Kilobits. Ist nicht viel, aber mehr braucht ihr dafür auch nicht. Wer jetzt schon mal ein bisschen mehr Qualität hineinstecken möchte, der sollte 240p hochladen. Dazu wären 500 Kilobits am besten. Bei 360p
wären 800 Kilobits am besten, bei 480p wären 1500 Kilobits am besten, bei 720p, also HD-Format, wären 3000 Kilobits völlig ausreichend, so wie bei Full HD, 1080p, wären maximal 6000 Kilobits ausreichend. Mit diesen Werten wird nachher auch YouTube eure hochgeladenen Videos, wenn sie dieses Format entsprechen, auch bereitstellen zum Ansehen. Das könnt ihr auch ganz einfach herausfinden, indem ihr eure Videos, wenn ihr sie hochgeladen habt, einfach mal in dieser Originalqualität, was euch nachher angezeigt wird, herunterladet und nachschaut, mit wie viel Kilobits denn dieses Video vorhanden ist. Wer jetzt noch mehr Qualität online bringen möchte, der lädt das Video ganz einfach im 4K-Format hoch. Das auf 4K bezieht sich eigentlich alles, was größer ist als 1920x1080, also Full HD. Alles, was über diese Auflösung ist, wird bei YouTube als 4K bzw. als Original eingestuft. Und dort könnt ihr eine Bitrate über 10.000 Kilobits anwählen. Maximal sind dort etwa 20.000 Kilobits möglich, alles darüber wird YouTube herunterstufen. Viele fragen sich, weshalb gibt es diese Richtwerte, was bringen diese mir und wieso wandelt YouTube die Videos um? Ganz einfach, YouTube wandelt diese Videos um, um Traffic zu sparen und um Speicherplatz auf deren Server zu sparen, um damit euch trotzdem noch irgendwie die bestmögliche Bild- und Tonqualität liefern zu können. Bei euch ist es natürlich ganz klar, es spart Speicherplatz auf eurem System als auch gleichzeitig Uploadzeit. Bleibt uns am Ende nur die Frage zu klären, wie bekommen wir unser Video in diese Formate, beziehungsweise wie können wir unser Video von der Bitrate her so einstellen, dass es etwa der Tabelle hier entspricht. Dazu werde ich euch jetzt mal hier ein Programm zeigen. Hier für dieses Tutorial verwende ich das Programm IM2 Video Converter Ultimate 6. Es gibt zig andere Programme, die genau denselben Zweck erfüllen. Dieses Programm gab es mal eine Zeit lang auch kostenlos, daher habe ich das mir geholt. Und wenn es momentan immer noch kostenlos ist, könntet ihr es euch eben herunterladen. Link dazu einfach mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Programm nicht möchtet, könntet ihr euch eben wie gesagt zig andere dafür auswählen. Also wir haben hier in diesem Programm eben unser Vorschaufenster. Hier habe ich ein Video einmal zum Umwandeln reingezogen. Hier unten habe ich jetzt die Auswahlleiste für das Format, was wir am Ende nachher ausgegeben haben wollen. Wenn ich hier eben draufklicke, halte ich hier wieder eine Liste und hier habe ich vor allem den Tab HD-Video. Hier gibt es alle guten Formate, die das Programm eben denkt, was für HD-Videos geeignet ist. Wir haben hier eben das WMV-Format, hier haben wir MPEG-4 sowie hier oben MKV. Zu beachten hierbei ist, dass wenn ein H264 Codec drinsteckt, dies ein wirklich perfekter Codec für Online-Videos ist. Daher sollten wir immer darauf achten, dass der H264 Codec drin ist. Den gibt es hier bei MKV als auch bei MP4 Videos, nur bei WMV Videos gibt es diesen nicht. Wir wählen jetzt hier als Beispiel einfach mal, weil das Video, was wir hier gerade haben, im MPEG 4 Format ist mit dem H264 Codec, nur als Beispiel mal MKV mit dem H264 Codec aus und klicken das einfach an. Wenn wir nun hier das Video anklicken, erhalte ich hier rechts auch noch eine Auswahlleiste. Wenn das Programm hier auch nutzt und die Liste nicht hat, dann muss hier oben nur auf diesen kleinen Pfeil mal drauf drücken. Dann bekommt ihr hier eine erweiterte Profileinstellung freigeschaltet. Wir können hier als erstes auswählen, ob wir eben den H264 Codec nutzen möchten oder nicht. Wir wollen den natürlich nutzen und wählen diesen auch an. Bei Videogröße können wir eben das Format auswählen, was das Video am Ende nachher haben soll. Hier in der Liste sind jetzt ein paar vordefiniert. Wir können den Wert aber auch von Hand anpassen. Also ich kann jetzt hier sowas eintragen oder so. Das verzieht zwar nachher das Video, aber wäre möglich. Dieses Format ist nachher auch auf YouTube auswählbar. Wenn ihr also hier aus dem Video ein 4K-Video machen möchtet, dann müsst ihr diese Auflösung eintragen, was eben
größer ist als diese oder wenn ihr das Video kleiner machen wollt, also nur HD, dann könnt ihr hier auch zum Beispiel die 1280x720 auswählen. Das sollte auch bei jedem anderen Programm möglich sein. Wir belassen mal die Auflösung gleich. Das ist natürlich auch immer das Beste. Die Auflösung sollte nicht unbedingt erhöht werden. Es kann auch besser eben niedriger gesetzt werden, da eine höhere Auflösung immer mehr zu Pixelmatch führt. Das ist auch immer zu sehen, wenn man sehr kleine Videos auf Full HD hochskalieren möchte. Das würde ich keinem empfehlen. Bei Bitrate haben wir nun jetzt unsere Bitrate, die wir vorhin in der Tabelle gesehen haben. Bei Full HD Videos reicht es also, wenn wir hier 6000 Kilobits eintragen. Also haben wir hier 6000K, steht für 6000 Kilobits. Wir haben hier auch eine Liste, dort sind ein paar zum Auswahl drin, uns reichen eben die 6000. Bei Bilderrate können wir hier eben noch die FPS einstellen, wenn wir diese beschränken möchten. YouTube beschränkt alle Videos zwischen 25 und 30, daher könnten wir es beschränken, müssen wir aber nicht. Wer nun noch am H264 Codec ein bisschen herumschrauben möchte, der kann das ebenfalls jetzt hier in diesem Programm tun, indem wir Preset Profile soweit abändern, ist aber nicht notwendig. Wer noch das, was hier in diesem Programm möglich ist, ins Video reinzoomen möchte, um schwarze Ränder zu umgehen, der kann das ebenfalls noch tun, brauchen wir aber auch nicht. Das gleiche gilt auch fürs Seitenverhältnis, falls das nicht stimmen sollte im Originalvideo. Und was möglich hier ist, gleiche Qualität sowie Two-Pass. Die Beschreibung steht ebenfalls hier unten drin, könnt ihr euch durchlesen. Was jetzt noch ein wichtiger Schritt ist, ist CBR bzw. VBR. Darunter könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich nichts vorstellen, aber ist einfach zu erklären. CBR heißt Constant Bit Rate. VBR bedeutet einfach Variable Bit Rate. Bedeutet, bei konstanter Bitrate wird das Video eben konvertiert mit konstant 6000 Kilobits. Bei Variabler kann die Bitrate auch schwanken. Das ist vor allem auch sinnvoll, wenn zum Beispiel ein paar Szenen sind mit sehr ruhigem Bild oder Standbild oder schwarzem Bild. Dann senkt er die Bitrate ab, was auch gleichzeitig Speicherplatz spart. Also können wir hier anwählen VBR. Nun kommen wir noch zum Ende zum Ton. Hier haben wir eben die Auswahlmöglichkeit einmal des Codecs, den belassen wir hier mal auf MP3. Die Abtastrate können wir hier zwischen 44.100 Hz und 48.000 Hz belassen. Drunter würde ich auf keinen Fall gehen, das hört sich nachher eher dann so an, als würdet ihr in eine Blechdose reden. Daher immer zwischen den beiden auswählen. Kommt auch immer drauf an, was euer Originalvideo hat. Wenn dies nur 44.100 Hz hat, dann sollten wir es auch dabei belassen und nicht noch höher gehen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Bitrate. Dort sollten wir auf keinen Fall über 192 Kilobits gehen, da YouTube bis hierhin die Videos beschränkt. Alles drüber wird zurückkonvertiert auf 192 Kilobits, also brauchen wir da nicht mehr gehen. Hier gilt aber wieder dasselbe, sollte das Originalvideo nicht mehr als zum Beispiel 128 Kilobits schon besitzen, dann können wir uns auch hier drauf beschränken. Wenn wir mehr haben, dann können wir auch das hier eintragen. Zu guter Letzt haben wir noch hier zum Auswählen, ob wir Stereo oder Mono möchten. Wir brauchen auch kein Dolby Surround, da YouTube das eh nicht unterstützt, sowie die Lautstärke. Und hier können wir ebenfalls wieder auswählen CBR oder VBR. Jedoch würde ich hier bei Audio CBR belassen, da es ansonsten sehr an manchen Stellen, vor allem wenn kein Ton da ist, sich ein bisschen komisch anhört und ein bisschen knistert und knattert und das ist dann nicht so gut. Haben wir nun alles eingestellt vom Codec her, können wir hier im Programm hier auf Umwandeln klicken und das kleine Video, was ich hier jetzt habe, wird eben jetzt in das neue Format umgewandelt. Das dauert je nach Größe des Videos und je nach Einstellung, was wir hier haben, eben seine Zeit, was wir hier unten sehen. Wir sehen aber, er arbeitet mit allen 8 Kernen, die er hier zur Verfügung hat. Und wir sehen auch hier oben, die Größe beträgt dann nachher nur noch 443 Megabyte von vorhin über 550. Das bedeutet, wir haben jetzt runde 100 Megabyte eingespart, was bei einer 3000er DSL Verbindung, die ich momentan besitze, mir etwa eine Stunde Upload erspart.
Die Datei, die wir jetzt hier umgewandelt haben, die hat uns natürlich nur 100 MB jetzt hier im Tutorial gebracht. Nutzt ihr aber eine Fraps-Datei oder so, dann wird das euch doch deutlich mehr einsparen. Denn Fraps hat ja immer die 4 GB gesplitteten Dateien oder eben die komplette Datei, die eben mal sehr schnell 20, 30, 40 GB groß werden kann, je nachdem wie lange man eben aufnimmt. Also fassen wir noch mal kurz zum Schluss zusammen, was ist zu tun? Ganz einfach, die Original-Videodatei umwandeln in ein verwendbares, gutes Online-Format und dann die Kilobit-Array von Bild und Ton anpassen, sowie am Ende natürlich noch die Auflösung, dass diese passt. Mehr müsst ihr nicht tun, um eure Videos zu verkleinern und den Upload zu beschleunigen. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat ein bisschen geholfen, hat euch einen kleinen Einblick gegeben, wie einfach das doch zu bewerkstelligen ist. Und wenn es euch wirklich geholfen hat, dann drückt den Daumen nach oben, abonniert und ja, empfehlt einfach den Kanal an eure Freunde weiter.